We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute öffnen wir Türchen Nummer 12 von meinem Adventskalender. Und zwar häkeln wir wieder eine Schneeflocke, habt ihr ja schon gesehen, genau. Wieder eine, die aus 3 Reihen besteht, also ganz einfach und ganz schnell zu machen. Ich habe wieder das Glitzergarn. Für euch gilt wie immer, wenn ihr jetzt schon öfters eingeschaltet habt, wisst ihr ja Bescheid. Wenn ihr eure Schneesterne stärken wollt, mit Speisestärke oder wie auch immer, damit es eben fest ist, benutzt lieber Baumwolle. Ich habe hier so ein Glitzergarn. Ja, da werde ich es auf jeden Fall nicht mit steifen. So, das wollte ich jetzt sagen. Genau. Des Weiteren brauchen wir eine Häkelnadel. Ich zeige jedes Mal die in der Kamera die Häkelnadel verkehrt. Also ich habe hier die 4 mm Häkelnadel, die ich dafür verwende. Habe ich jetzt schon in meinen anderen Anleitungen auch genommen. Dann habe ich diese Schere, die wir nachher brauchen. Und die Nadeln habe ich. Ganz normale Wollnadeln. So sehen die aus. Jawohl. So. Dann, wenn ihr alles habt, starten wir einmal mit unserem Fadenring, beziehungsweise den ihr gerne nehmt. Ich mache den ja immer so, wer meine Videos schon kennt, der weiß, ich mache immer diese Brezel. Das ist einfach, für mich ist das am einfachsten, ihr könnt auch jede nehmen, die für euch am einfachsten ist. So, wie immer, für die Schlinge gilt, 2 Nadelstärken passen da rein, ne? So breit wollen wir das haben. Und jetzt machen wir noch 4 Luftmaschen dazu. 1, 2, 3, 4. Und in die erste Masche, die wir gehäkelt haben, gehen wir einmal rein, holen uns den Faden und machen eine Kettmasche. Damit schließen wir das Ganze zur Runde. So, wir starten mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3 und häkeln jetzt noch 2 Stäbchen hier in die Mitte rein. 2 Stück erstmal. 1, 2. Machen 3 Luftmaschen. 1, 2, 3 und häkeln wieder 3 Stäbchen in die Mitte. 1, 2, 3. 3 Luftmaschen. Und von diesen 3er Stäbchen in der Mitte brauchen wir insgesamt 6 Stück. Naja, so wird wieder ein Stern werden, ne? Also 6 von diesen 3 Stäbchenpaketen. 3er haben wir. 4. Das 5. Ja, das wird sehr eng, aber das soll so sein. Ja. 1 muss da noch schön, das schön fest zusammenziehen. Und 1 geht noch rein. 1, 2, 3. Und jetzt. So, dann machen wir 3 Luftmaschen wieder. 1, 2, 3. Und gehen wieder hier in die Mitte. 1, 2, 3. Bei den 3. Luftmasche hinein, machen eine Kettmasche. So, zack, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jawohl, so sieht das Ganze aus. Und jetzt gehen wir nach oben mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Nehmen uns den Faden und machen in die nächste Masche ein Stäbchen. In die nächste auch wieder ein Stäbchen. Hier in den Zwischenraum 2 Stäbchen. 3 Luftmaschen. Und nochmal 2 Stäbchen. So, und jetzt diese 3 machen wir auch 3 Stäbchen. Bis zu den nächsten Luftmaschenbogen. In den Luftmaschenbogen immer 2 Stäbchen und 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen arbeiten. So. Dann kommt hier wieder dieses Dreiergestirn, da kommen wieder 3 Stäbchen rein. So, und wieder die Mitte ein letztes Mal mit 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, den Rest macht jeder wie immer alleine. Wir sehen uns hier gleich an der Stelle wieder. So, in der letzten In den letzten Luftmaschenbogen wieder eure 2 Stäbchen gemacht habt, dann zählen wir wieder 1, 2, 3 und gehen da rein, so wie ein Haar, wollen wir nicht. Lass mal zu der Seite kommen, beim Kaffee schmeißen, das ist auch gut. Machen eine Kettmasche und wir schließen das damit zur Runde. So, jetzt machen wir einmal 5 Luftmaschen. 1, 2, 3. 4, 5. Dann überspringen wir diese eine Masche und springen in die nächste Masche und machen eine feste Masche. Dann machen wir 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und springen mit einem halben Stäbchen hier rein, machen ein halbes Stäbchen in dem Luftmaschenbogen. Dann machen wir 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und machen noch zusätzlich ein Stäbchen hier in den Luftmaschenbogen. So. Und jetzt machen wir 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und nochmal ein Stäbchen hier unten rein. So, 6 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ein halbes Stäbchen hier unten rein. Ups. So, 3 Luftmaschen. 2 Maschen überspringen. 1, 2. In die dritte Masche einstechen. Eine feste Masche machen. 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Eine Masche überspringen und in der eine feste Masche. So, jetzt kommen wieder 3 Luftmaschen. Und jetzt kommt der nächste Bogen. Da machen wir wieder dasselbe wie hier, wie wir in unseren ersten Bogen gemacht haben. Ja, also ein halbes Stäbchen, 6 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4,
5, 6, ein Stäbchen, 10 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ein Stäbchen, 6 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ein halbes Stäbchen, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, 2 Maschen überspringen, 1, 2, in die dritte einstechen, eine feste Masche machen, 4 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, eine Masche überspringen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und jetzt ein letztes Mal häkeln wir noch zusammen so ein Sternmuster. Genau. Also, wir wollen wieder ein halbes Stäbchen machen in den Luftmaschenbogen. 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Stäbchen. 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ein Stäbchen wieder. Und 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ein halbes Stäbchen nochmal in den Luftmaschen rein. So sieht das dann alles aus. Ja, ist noch sehr schwer zu erkennen, ja. So, jetzt folgt dieses 3 Stäbchen, 4 Stäbchen, 3 Stäbchen, dann kommen wieder 6, nicht Stäbchen, Luftmaschen. Also 3 Luftmaschen, 4 Luftmaschen, 3 Luftmaschen, 6 Luftmaschen, 10 Luftmaschen, 6 Luftmaschen. Also nochmal 3, 1, 2, 3, 2 Maschen. Überspringen wir 1, 2 in die dritte, eine feste Masche, 4 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, eine Masche überspringen, eine feste Masche in die nächste, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und dann beginnen wir mit den nächsten 3 Sternchen. Die macht jetzt jeder für sich. So, meine allerletzte Ecke habe ich hier jetzt auch fertig gemacht. Ja, der muss ein bisschen gezogen werden. Der ist tatsächlich ein bisschen gemein. So, jetzt machen wir nochmal 3 Luftmaschen zum Abschluss. 3. Und springen 1, 2 hier einmal rein und machen eine Kettmasche. Und jetzt möchte ich hier noch was zum Anhängen haben. Also springe ich mit einer Kettmasche in diesen Luftmaschenbogen, der da ist. So, mache mir was, ich denke, was mir ausreicht zum Hinhängen als Luftmaschenkette. So, und wenn ich das gemacht habe, gehe ich da unten wieder rein in denselben Maschenbogen und mache wieder eine Kettmasche. So, und 2 Luftmaschen. Achso, die habe ich ja da hingelegt. Jojo, so ist das. Einmal abschneiden, durchziehen und festziehen. Ups. So, und dann habt ihr was zum Hinhängen. Das Ganze müssen wir noch vernähen. Ich habe eben die Nadel nicht rausgekriegt. Mal gucken, ob ich das diesmal hinkriege.
Ah, okay. Alle Fäden vernähen einmal. So. Dann einmal abschneiden. Und den anderen Faden auch einmal vernähen. So. Und dann den Stern einmal richten. Wenn man den so ein bisschen zurecht zieht, indem man hier an diesen Sternecken zieht, dann geht er auch ruckzuck in Form. Natürlich ein bisschen mehr Platz wäre super. Zu wenig Platz hier. So, auf jeden Fall, ihr seht ja, was ich meine, umso mehr ich daran ziehe, umso platter, umso schöner wird der natürlich, ne? So. So sieht er jetzt aus. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, der Stern gefällt euch auch wieder. Ist mal ein bisschen was anderes diesmal, weil wir haben eine zur Mitte. Aber ich denke mal, das ist auch eine ganz coole Idee. Ja, wenn er euch gefällt, könnt ihr mir gerne mal das in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir aber auch ein Däumchen einfach nur da lassen und ein Abo. Da freue ich mich drüber. Dann weiß ich, dass die ganze Arbeit sich hier auch lohnt. Okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Wir sehen uns morgen zu einem nächsten Teil, zu unserem nächsten Teil wieder. Genau, zu unserem nächsten Türchen. So, jetzt habe ich es. Wir sehen uns morgen zu unserem nächsten Türchen wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Passt auf euch auf, seid schön kreativ. Und bis morgen. Ciao, ciao.